Oh. Ich bin jetzt gerade hier hochgelaufen, wunderschön. Hier dürft ihr euch mal wie ein Visier aus dem osmanischen Zeitalter fühlen. Da oben gehen wir auch gleich hin. Und er hat gerade gesagt, dass der Visier hier seinen Besprechungsraum hatte. Wunderschön sieht das hier aus. Wow. Da haben wir auch noch einen. Also, ich merke gerade, wir laufen und wir kommen nicht viel weiter, weil das so eine historische Stadt ist. Und wir gehen mal rein. Kolay gelsin beyefendi. Hoş bulduk. Fiyatları öğrenebilir miyiz beyefendi? Bir de check-in yapabilir miyiz? Tamam. Kaç kişilik olacaktı? Bir saat bizim için. İki çocuk, 6-8. Çocuklara bir şey... Eyvallah, teşekkürler. Sizin başınızdan aldım. 6 ve 8 kahvaltı dahil ne kadar? Tamam, yetişkin saymıyor zaten. 10 yaşında yetişkinlikleri. Evet. Kahvaltı dahil size şirket fiyatından verebilirim. Benim konaklama olacak herhalde. Evet. Siz de YouTube'a yükleyebilir miyiz? Tabii. Tamam. İsminiz neydi? Serhat benim ismim. Tamam. Serhat Bey bana size yayınlamama izin veriyor musunuz? Tabii, tabii. Tamam. Bu hemen kaydı aldık. Tamam. Bizim için önemli çünkü. Evet. Telif haklarından dolayı. Tabii tabii. Şimdi. Biraz önce dediniz ki burası 500 yıllık. Az evet, önceki Osmanlı'dan kalma tarihi bir konak. Aynen. Eskiden padişahın vezirine ettiği bir konak burası. 8 aile yaşıyordu burada. 8 evet. Aile. Evet. Ah, familien haben wir aus Osmanlı için. Vezir. Vezir. Evet, vezir. Der Vezir hier gelebt, ja, und das hier ist ungefähr 500 Jahre alt. Urfa'nın en eski konağı evet. Diyorsunuz. Es ist das älteste, der älteste Konak hier in Şanlıurfa. Und dieses Hotel heißt, kannst du das ganz kurz halten, dann nehme ich es ganz kurz auf. So, ganz kurz. Tanıma, butik otel. Sieht man's? Evet. Sieht man's zu mal? Schau mal auf mein Handy bitte. Yes. Jetzt sieht man's, gell? Hier. Ja. Website var mı? Var. İsmi? Arkasını dönelim. Hanım A Konuk Evi. Burada kartta yazmıyor ama ben size tamam. Şey yaparım. Hanım A Instagram'da da var. Tamam. Hanım A Konak Evi. Konuk Evi. Evet. Aynen. Konuk Evi. Evet. Konuk Evi. Konuk Evi. Konuk Evi. Evet. Ha. Also Hanım A Konuk Evi.com. Also man sieht es nicht. Entschuldigung, ich habe die Kamera nämlich zu mir gerichtet, deswegen sehe ich. So, ja. Und jetzt zeigen wir uns mal das Ganze hier, wie das hier ausschaut. Oh. Ich bin jetzt gerade hier hochgelaufen, wunderschön. Hier dürft ihr euch mal wie ein Visier aus dem osmanischen Zeitalter fühlen. Da oben gehen wir auch gleich hin. Und er hat gerade gesagt, dass der Visier hier seinen Besprechungsraum hatte. Wunderschön sieht das hier aus. Wow. Da haben wir auch noch einen. Jetzt gehen wir da rein. Schauen uns mal das Ganze hier an. Es ist echt. Okay, das ist hier schön. Duş ne tarafta? O tarafta mı? Çocuklar bir saniye. Çocuklar bir saniye. Arkada kalabilir misiniz? Das ist jetzt hier etwas. Ja, guck dich genau ruhig hin. Hier sehen wir drei, also ein Ehepaar mit drei Kindern hätte hier Platz. Und was haben wir hier? Wir haben hier natürlich ein Bad, eine Dusche, hier eine Dusche, ein WC. Ja, es ist halt kein riesengroßes Hotel, keine Frage. Die machen halt einfach das, was man aus so einer Räumlichkeit machen kann. Und ich finde es echt nett. Ja, durch die Steinmauern ist es natürlich auch eine ganz natürliche Kühle, die jetzt hier drin ja, ist. Ja, merkst du das auch? Draußen bestimmt 45 Grad gefühlt. Ja. Und hier fühlt es sich angenehm an, obwohl hier keine Klimaanlage oder sonst irgendwas läuft. Ich denke, das ist wirklich angenehm, dann in den Sommermonaten hier zu schlafen. Ja. Also er sagt gerade, dass er aus dem Karahan Aschiret kommt. Und das war halt eins von seinen Vorfahren, sagt er gerade hier. İsim neydi yine tekrar? Serhat. Serhat. Ja, aus diesem Aschiret kommt und dass dann dieses Gebäude hier einst für seine Vorfahren, für den Visier gemacht worden ist. Und das ist schon ein cooles Gefühl, dass wenn man einst von einem Gebäude ist, was man dem Ur-Ur-Opa
Eyvah, çok güzel. Gehört hat. Orası da şeydi değil mi? Urfa Kalesi. Dünyanın ilk üniversite temel altan yer burası. Harran Üniversitesi. Harran Üniversitesi. Dünyanın ilk üniversitesi. Also tam olarak o en arkası değil mi? Tabii tabii, o iki tane direğin olduğu yer. Evet, das ist die älteste Universität auf der Welt, ist die Harran Universität hier in Şanlıurfa. Da hinten seht ihr die zwei Säulen und Balıklı Göl de mi orada? Evet, hemen o direğin arkasında, buradaki yakın büyük direğin arkasında. Büyük direği? Oradaki. Şu büyük. Evet. Balıklı Göl. Evet. Aa, tamam. Hazreti İbrahim orada mı ateş atılmıştı diyorlar? Evet, orada ateş atılmıştı. Tamam, also hier, da gehen wir auch gleich im Anschluss hin, ist die berühmte Stelle von Hazreti Abraham, also Hazreti İbrahim, von dem Propheten Abraham. Und o büyük kalenin arka aksında ne var beyefendi? Urfa Dağları işte. He, Urfa Dağları. Ha, Urfa'nın eski, daha da eski yerleri var. Evet. So, jetzt nehmen wir den Bereich auf. Tuba, magst du mit rein? Ja. Hier ist der Speisesaal, ja, wieder traditionell. Ja, und hier überall Schark-Köchelere, seht ihr das? Und hier wird dann gespeist. Ja, und in einer ganz schönen Höhe auch und total bequem und traditionell. Wunderschön, gell? Es fehlt noch das Essen. Es fehlt noch das Essen. Und du merkst, hier ist keine Klimaanlage an, ja. Und die Steine lassen nicht zu, dass hier die Wärme durchkommt. Ich finde das also jetzt von der Architektur sehr gut durchdacht. Mhm. Im Vergleich zu den neuen Wohnungen. Mhm. Hm. Überall. Dieses Bild, gell? Ja. Das ist also ein Mann mit vier, fünf, mit einigen Schildkröten, genau. Ja, das ist so ein Bild, wo ich sage, das muss ich zu Hause haben. Hat sehr beruhigendes. Ich so oft. Und, der hat ein Ney, glaube ich, in der Hand, oder? Eine Flöte, ja, schau mal. Ja, ja. Ney. So. Sehr meditativ auch eingerichtet, auch mit diesen Verzerrungen. Ich habe jetzt gerade hier ein Wasser gekriegt von diesem wunderschönen Herrn, die wunderbaren Herren. Bilmiyorum canım. Tusak. Masken. Susun. Okay. Biz altını kapattık. Ufak bir kısmını da depo yaptık. Okay. Also hier war sozusagen der Kerker. Wenn der Vezir ja, jemanden verhaftet hat. Da gehe ich mal rein. Aber die haben das hier zugemacht, sagt er. Und die haben draußen Lager gemacht. Okay. Burası mıydı? Altını kapattık. Bunun altından da mı vardı? Yeraltı şehri var. Bu otelden ne yapıyoruz? 2023'te açacağız. Yani burayı kazacaksınız. O zaman burayı anlatalım hemen tekrar. So, ich bin jetzt gerade unten mit ihm und er, also die haben das hier unten, also oberflächlich zugemacht und unten drunter war der Kerker. 2023 endet ja der Vertrag, wo die Türkei Rohstoffe abbauen darf und halt Erdgrabungen, ja, ihr habt das mal erinnert. Erdgrabungen machen darf, ja, unglaublich, ihr müsst euch mal das vorstellen, wir dürfen in unserem eigenen Land keine Ausgrabungen machen. Wo gibt's denn sowas, ja? Aber leider ist hier der Fall. In zwei Jahren kommt dann, ist dann dieser Vertrag, was vor 100 Jahren durchgesetzt worden ist, zu Ende, ja? Und dann wird da unten, wird dann ausgegraben. Und die Unter... Manolya, man, gehst du bitte weg vom Bild? Ve buranın altından layık mezarı çıktı, kral mezarı. Mezarı. Ein Friedhof ist hier unten und runter und eine Stadt, die größer ist, also unter, eine Stadt, wo größer ist, wie dieses Hotel, also die Boutique-Hotel, was wir euch gerade gezeigt haben. Unglaublich. Also die haben es schon gesehen, aber die haben es halt dann zugemacht und wie gesagt, die warten noch knapp 1,5 Jahre. Ich bin echt gespannt, was wir da unten noch finden werden. Ach, Eberla. So, also wir waren jetzt, jetzt hier echt, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Wir hatten eine nette Bekanntschaft. Der hat uns halt voll nett rumgeführt, voll erklärt. Kinder, Vorsicht, da kommt gerade ein Auto, mein Schatz. Das Tolle ist, wir sollten eigentlich jetzt langsam mal Mittagessen mit den Kindern. Wir wurden hier in diesem Hotel so versorgt mit Wasser, andauernd kühles Wasser haben wir bekommen. Ständig. So nett, so liebenswert, so, ja, so freundlich, so gastfreundlich. Das müssen wir echt nochmal hervorheben und sagen. Ein wunderbares Hotel, eine ganz tolle Energie, tolle Menschen, die hier sind. Ja. Und der Inhaber selber jetzt auch, so ein netter, freundlicher, zuvorkommender Mensch. Danke, dass Sie hier das Hotel besichtigen durften. Danke für das wunderbare heilige Wasser. Ja. Hast du noch was sagen? Es ist direkt hier gegenüber von der Mevlihane Moschee hier in Şanlıurfa und das heißt hier
Panama Konak. Da oben steht's nochmal. Ja, Panama Konak. Könnt ihr auch googeln, die Adressen haben wir euch gesagt. Und es sieht echt nett aus. Also eine wunderbare Atmosphäre. Wenn ich mir vorstelle, dass ihr einst ein Wesir gehaust habt, ist es schon was ganz, ja. Wie sagt man? Eine Atmosphäre hier. Ja, genau. Unglaublich. Alles.